Moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Gattenfelde. Oh, Sie, was bin ich froh, dass die Bundestagswahl 2013 jetzt vorbei ist. Die ganzen Plakate sind abgehängt und ich kann wieder schön in meinen Garten arbeiten und den Winterfest machen jetzt im Herbst. Wobei, ganz ehrlich, klare Verhältnisse haben wir in Deutschland ja jetzt nicht gekriegt durch die Bundestagswahl, nicht? Der Angela Merkel, das ist das Einzige, was wirklich klar ist, die macht weiter Bundeskanzler. Auch wenn der Per Steinbrück bis zum letzten Tag im Wahlkampf versprochen hat. Hat er versprochen, nicht? Dass die Merkel abgelöst wird und dann der nächste Kanzler Steinbrück heißt. So, und weswegen haben wir diese unklaren Mehrheitsverhältnisse da im Bundestag? Alles bloß, weil der FDP rausgeflogen ist. Ja, 4, irgendwas Prozent ist für ein deutsches Bier ein durchschnittlicher Wert, aber für eine Partei ist es das politische Waterloo. Ja, da fliegst du raus. Wissen Sie, der ganze, wer mir am meisten leid tut bei diesem ganzen Krams, das ist der Hans-Dietrich Genscher, nicht? Der Hans-Dietrich Genscher, nicht? Der damals deutsche Einheit hat er groß mitgewirkt als Außenminister, nicht? Dann war er sozusagen Galionsfigur von seiner Partei. Dann kommen 2 Jahrzehnte später die Kinder und machen dir alles kaputt. Ich frage mich bloß, wer jetzt dem Genscher seine Rente wohl bezahlt, nicht? Ob die wohl so viel zur Seite gelegt haben von den Liberalen. Ja, Sie, und wer mir am leidsten bei der ganzen Sache, gibt's das Leid, leider am leidsten, wer mir verdammt leid tut bei der ganzen Diskussion, das sind die Mitarbeiter von der FDP-Politikers. Ne? Sie wissen schon, die Fraktionsmitarbeiter, die in den Büros dann arbeiten, in den Wahlkampfzentralen vor Ort, in den Wahlkreisen vor Ort, die jetzt schlagmals ihren Job verlieren, bloß weil diese 5%-Hürde für die Partei einfach zu hoch war, nicht? Ja, hätten die Liberalen sich Anfang 2012 mehr für die Schleckerfrauen interessiert, dann würden sie heute davon für sich selber profitieren, zu wissen, wie eine Transfergesellschaft funktioniert, wenn die Unternehmensführung den ganzen Laden organisiert in Dreck gefahren hat. Und alle hacken sie jetzt deswegen auf den Rössler rum. Philipp Rössler, der ja bis zur Bundestagswahl Chef von den Laden war, nicht? Also, soll ich Sie ganz ehrlich was sagen? Hacken Sie mir nicht immer nur auf den Rössler rum und hören Sie endlich auf, den Rössler Fips zu nennen. Ja, ich kenne einen Herrn Asmussen und der fühlt sich durch Sonnenvergleich aufs Tiefste gedemütigt, ja? Philipp Rössler, also ganz ehrlich, als ich in dem Alter war, ich hatte von Politik auch noch keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber soll ich Ihnen ganz ehrlich was sagen? Der FDP wäre ja nicht der FDP, wenn die nicht schon so einen Plan B hätten. Ja, also die Wahl, die war noch keine 20 Stunden verloren. Und dann hieß das, jo, wir sind gerade dabei, uns neu zu erfinden. Das haben die in der letzten Legislaturperiode schon mal gemacht, als der Westerwelle abgesägt wurde und dann durch Rösslers Fips durch Philipp Rössler ersetzt wurde. So, und jetzt heißt es, Christian Lindner soll das machen. Christian Lindner kennen Sie, aus Nordrhein-Westfalen, FDP-Politiker, nicht? Sein Spitzname Bambi. Ja, Lindner soll das jetzt machen. Und ganz ehrlich, wenn der das schafft, die FDP wieder auf die Beine zu bringen und wir nachher bei der nächsten Bundestagswahl dann wieder klare Verhältnisse haben, nicht? Und Schwarz und Gelb wieder regieren können. Wissen Sie, was das heißt? Dann würde Deutschland von Mutti und Bambi regiert. Machen Sie sich Gedanken, nicht? Wenn der Lindner das schafft, dieser Christian Lindner, dieser liberale Wunderknabe. Wobei, um damit die Worte von meiner Frau zu sagen, es gibt nur einen Lindner. Und der heißt Patrick. Aber wer jetzt noch ein Problem hat, weil eben der FDP nicht im Bundestag ist, das sind nicht die FDP-Politiker selbst, sondern die Chefin, also nicht von der FDP, sondern von Deutschland, Angela Merkel, nicht? Sie wissen schon, Mutti. Weil sie braucht ja jetzt irgendwen zum Mitregieren, nicht? Weil sie hat ja nicht ganz klar die absolute Mehrheit erreicht. Wir sind ja nicht in Bayern. Also muss sie gucken, dass sie sich irgendwen mit ins Boot holt, nicht? Wissen Sie, die erinnert mich so ein bisschen
bisschen so an so eine Spinne, die dann versucht, irgendwen in ihr Netz zu locken. So eine schwarze Witwe, nicht? Oder um im Insektenbereich zu bleiben, da gibt es die sogenannte Gottesanbeterin. Ja? Die Gottesanbeterin, da ist das so, dass das Weibchen dem Männchen noch im Paarungsakt den Kopf abbeißt und dann der Eier alleine legt. Und genau davor, kann ich Sie sagen, hat der Sigmar Gabriel von der SPD verdammt große Angst, nicht? Weil der weiß ja, was ihn blüht, nicht? Ich sag nur, große Koalition 2005 bis 2009. Da hat der SPD dann mit der Mutti gemeinsame Sache gemacht, nicht? Und hinterher, da wirst du vom Wähler abgestraft. Ja, ist doch so. Die SPD musste eine große Koalition, damals 2005 bis 2009, nicht? Musste die SPD wirklich jede Kröte schlucken, nicht? Im Wahlkampf sind sie aufgetreten, die Sozis. Mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung, bleibt bei 16%. Und Mutti hat, die Kanzlerin hat ja gesagt, nicht, wir machen 18%, dann tun sie sich zusammen, die Schwatten und die Roden. Was kommt dabei raus? 19. Das nennt sich politischer Kompromiss. Das ist ungefähr so, als wie wenn ich sage, ich wohne in Köln, du wohnst in Düsseldorf, treffen wir uns in der Mitte in Darmstadt. Ja, so. Jetzt ist die Kanzlerin also dabei, die ganzen Parteien anzurufen, nicht? SPD, vielleicht gehen wir doch besser in eine Opposition, nicht? Weil wir haben ja jetzt gesehen, bei der FDP, wie das ist, nicht? Wenn du mit Mutti gemeinsame Sache machst, da kannst du auch ganz gefährlich rausfliegen, nicht? Also hat die Kanzlerin sich gesagt, dann rufst du halt mal bei den Grünen an, nicht? Hat die Nummer gewählt, nicht? Bei den Grünen ist aber bloß die Putzfrau dran gegangen und die hat gesagt, Frau Merkel, ich kann Sie nicht durchstellen. Ich habe hier selbst keinen Ansprechpartner mehr. Hier stehen bloß noch die Pfandflaschen von Jürgen Trittin rum. Ja, die sind doch alle zurückgetreten. Der Göring-Eckardt, der Trittin, der Künast, der Özdemir, ist doch keiner mehr da. Soll ich Sie was sagen? Der Einzige, der sich wirklich freut, wenn die Kanzlerin anfragt, nicht, wenn sie anruft und fragt, ob er mitmachen will in der Bundesregierung, das ist der Gysi. Ja, aber wenn die Kombination dann zusammenkommen sollte, um Neuwahlen zu verhindern, also schwarz und ganz dunkelrot, nicht, dann bin ich mal gespannt, ob die Kanzlerin nach der nächsten Legislaturperiode noch genauso viel Selbstironie hat wie im letzten Sommer. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren.